Chat. I love Rock and Roll. Ja, das ist super. Ich werde mich bemühen. Das ist super. Okay. Ach komm. Alles klar. Ciao. 7 Minuten. Get ready auf 88.6 und in der Heiligen Städtestraße 66 am Kundenparkplatz. Da rauscht ziemlich. Marco, du sitzt wahrscheinlich gerade in einem Auto, steig möglicherweise aus und halt das Funkgerät irgendwo hin, wo wir einen Empfang haben. Stehen, geht's jetzt? Das Funkgerät noch ein bisschen weiter weg von diesem großen Strommasten, der da neben dir steht, möglicherweise. Jetzt müsste es funktionieren. Jetzt verstehe ich dich ganz super. Gut. Du, es haben schon Leute bei mir angerufen, unter anderem der Christoph, der ist mit seinem Mini unterwegs in die Heiligenstädter Straße 66 und sagt, er steht im Stau, ihr möget doch bitte noch ein bisschen auf ihn warten, er wird kommen, ganz sicher. Ja, dann warten wir noch ein bisschen, kein Problem. Okay, also auch wenn Sie noch in der Gegend sind, es gibt noch Tickets für den Film, für die Österreich-Premiere von Mr. Bean macht Ferien im Autokino, hast du mir erzählt? Ja, es gibt noch genug, es stehen da ca. 30 Minis auf einem Parkplatz, das heißt, der Parkplatz ist noch ein bisschen leer, sie kann kommen. 30 Minis ist ja eh ein ganzer Haufen eigentlich, das muss witzig ausschauen. Das und bei dir aus. Ist auch eine Mini-Fahrerin, oder? Ja, ich glaube, einer der größten Mini-Fans, den ich jetzt getroffen habe am Parkplatz, die Raffaela, hallo. Hallo. Hallo Raffaela. Und Hi. Mit was für einem Mini bist du unterwegs? Mit einem Mini-Sprite. Also mit einem alten? Ja. Ah, ein Klassiker. Ja, fast. Also es ist ein 94er Baujahr. Aber nicht rechtsgesteuert, oder? Nein. Um Gottes Willen, das auf Wiens Straßen. Und du freust dich auch schon auf Mr. Bean. Bist du ein Mr. Bean-Fan? Ja, auf jeden Fall. Und ich habe ja auch schon gehört, in dem Film ist er so richtig Mr. Bean. Im ersten Film ging es ja mehr um dieses Bild und das Chaos, was er so anrichtet, wenn er mit anderen Leuten zu tun hat. Diesmal wird es so richtig Mr. Bean original. Gut, ich freue mich drauf. Da wirst du einen Haufen Spaß mit haben. Außerdem, bitte den Marco Knöbel nicht rausschneißen während der Konvoifahrt zum Auto. Das geht eh nicht aus. Aber ich darf mit dem kultigen Auto mitfahren, das ist super. Geh Marco, beschreibe ihn einmal ein bisschen, damit die Leute wissen, wo sie dich dann finden, wenn sie dich irgendwo in einem Mini umfahren sehen. Also das ist so ein grüner Mini, ist mit Faltdach und das ist sogar elektrisch. Ich hätte es mir nicht gedacht. Also Faltdach dann doch praktisch, falls du ihn doch loswerden willst, Tag auf und raus mit ihm, Raffaela. Das ist aktivieren, genau. Gut, also alle, die am Weg hin sind, ein bisschen warten Sie noch, ich glaube bis 18.45 Uhr, 18.50 Uhr seid ihr auf jeden Fall noch dort. Ja, wir warten sicher, wir bleiben ein bisschen länger da und schauen, dass noch viele Leute herkommen können, um sich Karten holen zu können. Es gibt wirklich noch ein paar. Einfach probieren. Alles klar. So, Raffaela und dir gewähre ich jetzt einfach einen Musikwunsch, weil du nett mit uns geplaudert hast. Was hättest du denn gerne? Naja, natürlich Mini-Sex. Ich fahre mit dem Auto. Das passt ja. Wie die Faust aufs Auge. Euch beiden wünsche ich noch viel Spaß und wenn ihr im Weg gehen, dann kann Wir brechen aus.